Hi und herzlich willkommen zu unserem Produktvideo zur Hüffelpark Klebefolie Viscoso Simplex. Wir möchten euch in dem Video einfach mal zeigen, wie man denn mit dieser Klebefolie am besten Beläge montiert. Klebefolien sind ja vor allem dazu da, um UX-Noppen, also Noppen ohne Schwamm, zu montieren. In dem Fall wollen wir ein Pimpelpark Cluster Roto X auf ein Pimpelpark Murus montieren. Wir möchten das euch einfach mal näher zeigen. Könnt das euch gerne genauer anschauen von nahen. Und zwar Schritt 1. Ihr nehmt diese Klebefolie und löst das schwarze Cover vom Rest oder von der eigentlichen Klebefolie ab. Dann merkt ihr jetzt schon, dieser rötliche Teil ist von der einen Seite selbst klebend. Das wird dann möglichst bündig am Griff auf das Holz geklebt und dann mit einer stinknormalen Andruckrolle festgerollt. Weil ihr nehmt ein Cuttermesser, theoretisch geht auch eine Schere, aus unserer Sicht geht es mit dem Cuttermesser sauberer. Ihr nehmt eben so ein Messer und schneidet das Ganze möglichst sauber ab. Wunderbar. Schritt 3 ist bei einigen anderen Klebefolien aus unserer Sicht ein bisschen gefriemelt, weil man jetzt den oberen glatten Teil vom Rest der Folie lösen muss, damit dann darunter wieder der selbstklebende Teil zum Vorschein kommt. Da muss man hier so ein bisschen Ansatz finden, das geht aber bei der Viscoso Simplex aus unserer Sicht sehr einfach. Zieht ihr einfach ab. Und da kommt jetzt nämlich die eigentliche Noppe drauf. Nehmt also den Belag. Guckt, dass ihr damit möglichst glatt und möglichst sauber an den Griff das Ganze macht. Vielleicht nochmal ein bisschen abziehen, damit da keine Blasen entstehen und das Ganze möglichst sauber montiert ist. Und dann das Ganze schön ruhig mit einer Rolle draufrollen. Dann auch nochmal schön sauber befestigen. Und dann einfach, wie eben bei der Folie auch, jetzt die Noppe schneiden und zwar immer gucken, dass sie so ein bisschen auf Spannung ist, denn wenn man das jetzt so lässt, kann ich jetzt hier verdeutlichen, dann kräuselt sich das so und es ist relativ unsauber. Deswegen immer schon gucken, vielleicht mit einem Finger das Ganze ein bisschen auf Spannung halten und ein bisschen nachgreifen immer, damit eben der Schnitt möglichst sauber ist und ihr den Belag auch schön schneidet und nicht reißt. So, wunderbar. So habt ihr jetzt die UX-Noppe schön sauber montiert. Vorteil ist, falls ihr die Noppe mal auf einem anderen Belag kleben wollt oder auf das Holz einen anderen Belag klebt, dass ihr die beim Abziehen, falls ihr dann die nicht erstmal spielen wollt, sondern vielleicht tauschen wollt, dass ihr dann den Belag direkt mit der Klebefolie abziehen könnt. Das heißt, ihr habt dann sowohl das Holz ohne Folie drauf, das heißt, da kann dann einfach ein neuer Belag drauf montiert werden, ob es jetzt ein Noppeninnenbelag ist oder eine Noppe, völlig wurscht. Und ihr könnt die Noppe auf ein anderes Holz einfach mit einem stinknormalen Kleber oder theoretisch, wenn es direkt montiert wird, sogar ohne Kleber draufkleben, weil eben hier das Ganze immer noch klebrig ist. Ja, ich hoffe, euch hat das geholfen. Ihr könnt euch das Video
gerne natürlich mehrfach angucken. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne und sonst viel Spaß mit eurer UX-Nuppe.